Hallo, meine Heimkehrenden fallen aus besserer und herzlich willkommen zurück zum weiteren Lauschigen Ründchen hier bei 7 Days to Die. Auch heute bei unserer letzten Runde. Wir sind in der 10. Hordennacht und ich muss sagen, bei mir ist so ein bisschen die Luft jetzt auch raus. Das Problem liegt eher daran, bei den Zwischenfolgen, dass ich das einfach nicht mehr schaffe, so viel neben mir zu machen. Wir sind jetzt so weit, dass vieles nicht mehr so möglich ist, dass ich so vieles nicht mehr erfarmen kann und ich deswegen mir dachte, komm, wir machen jetzt noch die 10. Horde-Nacht zusammen. Ich habe ein bisschen Munition hier, noch ein bisschen in der Kiste, das ist alles dann. Also ich glaube, wir sind bei 6.000, 7.000 Schuss, das ist schon eine Menge. Aber wir haben auch die letzten Male recht wenig verbraucht. Ich habe eine Menge Eisen noch gefarmt die Tage und das ist eigentlich alles aus Eisen, also aus Stahl gemacht. Also Falle besteht aus Stahl. Hier ganz viele von diesen Türen noch fertig gemacht. Also die letzten Tage bestanden nur daraus, dass ich Eisen. Ich hab jetzt auch dann noch nicht mehr die Lust. Nee. Und genau. Hordenacht heute. Wir haben heute 64 Soms. 64 Soms sind heute da. Und ja, wir werden mal sehen, wie gut mein Rechner das hier noch mitmacht. 32 hatten wir ja gemacht, das ist ja die vorletzte Stufe sozusagen. Und jetzt sehen wir mal, wie der Rest dann aussieht. Ja, überall läuft das. Es kann passieren, dass hier einiges kaputt geht oder wir überleben es auch nicht, dann ist das sowieso alles vorbei. Zu unserem Ablauf, man kann sagen, wir haben eigentlich viel auch wirklich erreicht. Hier machen wir erstmal den durchbohrenden Schuss. Wie jetzt? Den kriegst du nicht. Ach, ab 8 ist der. Okay, dann machen wir nur den einen durchbohrenden Schuss. Und, warte mal, schnell und scharf bin ich. Nee. Ist hier noch irgendwas Interessantes? Ja, komm, machen wir noch einen Auswahl. So. Wir sind in einem Spielstadium von 344. Sind Level 99. Haben mittlerweile schon 7.490 Sombos gekillt. Sind nicht einmal gestorben innerhalb von 70 Tagen bisher. Damit haben wir den Rekord von dem anderen eingestellt. Und ja, war eine Menge Arbeit. Dieses Mal ging das Level irgendwie schneller, aber weil wir auch 120 Minuten hatten und ich mehr zwischendurch gefahren habe. Also alles in allem war das alles mehr unterwegs. Im Anschluss daran folgt wahrscheinlich aber erst zum Wochenende hin Let's School, das neue Let's Play. Ihr habt ja abgestimmt soweit, also wer abgestimmt hat, konnte sich daran beteiligen. Als nächstes kommt dann hier erstmal Let's School. Das ist ein bisschen dann auch mal entspannter, was dann da folgt und da bin ich auch noch gespannt. Dann machen wir erstmal eine Sombo-Pause. Wir hatten auch noch State of Decay drauf, aber State of Decay kam leider nur auf 19% und Sombo fallen damit raus, denn Let's School kam, glaube ich, auf 38%. Da gab es noch ein paar andere Spiele. Gothic hat total abgestumpft. Ich glaube, da war nur eine, dem es gefiel. Und dann hatten wir noch zwei andere Games. Kingdom Reborns und mir fällt der andere Name jetzt gerade nicht ein. Warte mal, das war dann auch nochmal. Ah, ich bin heute ein bisschen knille. Ich mache sie gerade nach der Arbeit. Die Aufnahme waren heute ein kühler Tag. Viele raus, viele rein. Ja, ein paar Soms haben da hinten das Ding irgendwie kaputt gemacht, haben das, die Teile kaputt gesetzt, wo sich alles eingestürzt ist. Das ist dieses Teil Schildchen da. Und genau, so, mal hier, der ist repariert. Dann machen wir hier den. Und da würde ich sagen, oh, warte mal. Audio, weil mich stört das ja schon. Machen wir mal so. Ja, ist schon ein bisschen angenehmer. Nicht ganz so laut, wird gleich trotzdem schon laut genug werden. In 4 Ingame-Minuten. Alles im einen ging es auch lang. Ich glaube, das ist die 94. Folge. Bei dem anderen, wie gesagt, über 60. Wir sind bei 150 Folgen. Insgesamt 2 Staffeln hintereinander. 7 Days to Die, reiner Sombo-Wahnsinn. Das sind, glaube ich, 3 Monate rein. Nur Zombies. Ist erstmal wieder ein bisschen Pause. Okay, wenn sie da nicht kommen, kommen sie von da. Oder die spawnen unten und kommen von unten nach oben. Holla, die weiß, wie drücken die sich.
Holla, die Waldfee, drücken die sich rein. Oh, oh, Kopf, Kopf, Kopf. Das ist der Große. Da müssen wir mal aufpassen. So, warte mal, jetzt müssen wir hier mal kurz. Oh, 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 jetzt geht er mal los, würde ich sagen. Alter, die Waldfee, was ist denn hier los? Das ist ja wieder schon ab hier. Wie jetzt? Noch einer. Ach du Heiliger. Alter, die Waldfee, Leute, ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Ich gehe hier gerade so schon ab. Von oben, von unten, von überall. Also da kriegt ja richtig Panik. Weil es ist doch nur da, oder? Oder ist jetzt hier drüben auch schon was? Ne, hier drüben ist noch alles Schnicke. Ich glaube, ich muss hier nur gleich... Ach du Heilige! Und regelmäßig von oben durch. Oh, noch jemand. Nein! Ach du, hallo, mach du. Ich krieg den nicht mehr zu, ne? Schittikowski, ich krieg den nicht mehr zu. Oh, der ist schon kaputt, meine Damen und Herren. Der ist schon kaputt und ich krieg den nicht mehr zu hier. Jetzt. Ach du Heilige. Heute ist auch wieder so ein Tag, wo wir eine Menge Cops bekommen. Boah. Jetzt könnte übel werden hier heute, weil das ist eine Anzahl, das ist ja der Wahnsinn. Was? Wo? Der klopft dagegen. Hi, kommst du rein? Kannst reinkommen. Komm mal rein. Willst du nicht? Ja, selber schuld. War ich da zu nur. Ach du eine. Guck dich mal an, da drüben ist der schon kaputt. Au. Ich glaube nicht, der Klingfalle ist kaputt. Okay, diese Türen sind. Tut mir leid, da muss ich sagen, die Türen sind ja richtig ätzend. Die Türen sind shitty. Also ich mache mir die nie wieder ran. Aber wie schwer die Klicke machen sind von unten. Jetzt von oben gehen die so schnell und einfach. Schon wieder die Kopf, die gehen mir so auf den Senkel. Du Heilige, wie viele hast du von denen da reingepackt? So, wir sind jetzt Level 100 und schon wieder. Boah. Ach, je, nee, nee. Ach, je, nee, nee. Ach, je, nee, nee.
Also wenn wir jetzt hier, können wir irgendwann durchdrehen. Wir haben das hier schon das meiste verloren. Wir haben das meiste schon hiervon verloren. Die sind schon durch, die Klinik rein. Wie gesagt, das Problem ist, die kommen von oben auch immer wieder. Ich habe keine Ruhe von unten und von oben. Weg. Du Heilige. Echt, ist übel. Ach, du Heilige. Also 64 ist schon eine Kiste, sag ich euch. Also wenn du die von vorne reinhauen musst, also Hut ab vor denen, die ganze Zeit das schaukeln, ohne Probleme. Oh, das steht schon direkt da. Lamp, 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 Lamp. Es ist trotzdem jetzt nicht so, dass es so übel fest ist. Oh, das ist schon langsam nervig, weil jetzt der da drunter ist wieder fest. Der nächste ist schon ab. Na lol. Ich muss mal was erledigen. Ich muss mal kurz was machen. Denn ich glaube, da hinten sind die Dinger auch schon durch. Ja. Die Dinger sind auch schon durch. Die Dinger sind auch schon durch. 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 Will ich die Stromschalen wieder angesetzt werden. Und jetzt habe ich halt das Problem. Jetzt habe ich 23.23 23, meine Damen und Herren. Das ist so heftig und die haben mir die ganze Seite, die Klingfallen schon alle weggenatzt. Die Klingfallen sind schon komplett weg da hinten. Du weißt, das im Endeffekt einmal komplett so machen. Weil es nicht anders geht. Und von oben. Von oben werden die andauernd. Oh, ey, drei von den Dingern da oben auch nochmal. Meine Jüde, meine Jüde. Holy Macaroli. Das geht aber ab hier. Wartet mal, meine Freunde. Gleich geht's weiter mit dem Stress. Bin gleich wieder da. So, dann wollen wir mal weitermachen. Also es ist schon eine ganze Menge los hier. Dich reinhalten und dann hast du überall irgendwas zu treffen. Wirklich hintereinander weggebabbelt. So, was hast du hier noch? Weg damit, weg damit, weg damit. So, wer kommt von oben jetzt schon wieder? Ach, 60.000 Experience. Also es ist bis jetzt noch aushaltbar. Aber alles im allen haben wir schon auf der Seite so viel eingebüßt, dass es zu schlecht ist. Mal hier eine Linie lang ballern, bis das Munitionsding leer ist. Ich finde, du brauchst wirklich nur draufhalten. Ja. 92.000 Experience, die wir damit reinbekommen haben. Ey, das gibt's doch nicht von oben, das nervt aber langsam. Warte mal. Geht der? Na ja, Leute, jetzt ist der schon weg.
Ja, der ist schon wieder explodiert, das gibt's da nicht. Also die Cops, die sind das Nervigste von allen. Die nerven einfach nur. Du kannst ja auch gar keine Aufbesserung, das wäre ja cool, wenn du noch eine Aufbesserung machen kannst, wo die sozusagen einen Explosionsschutz haben. Das wäre halt noch ultimativ. Wie viele blöde Fiesta. Krass ist, jetzt, aber du hast entweder immer Kopf oder du hast die Zerstörer. Weißt du, das hast du nie beides. Du hast entweder oder eigentlich. Also die Nacht kriegen wir auf jeden Fall nicht vorher rum. Das kann ich euch jetzt schon garantieren. Müssen wir die Seite leer machen hier, bevor ich mich auf die andere Seite widme. Ach du Heilige. Oh. Die haben sogar die Klingenfalle hier vorne schon weggebatscht. Ach du Heilige, wollt mich doch jetzt alle rollen langsam, oder? Das ist doch nicht mehr normal. Ich sehe nichts mehr. Ey, ich sehe echt nichts mehr. Und das Krasse ist, noch mehr Cops und der, ey, die sind nur voller Cops hier. Voller Cops. Ja, das ist das, das ist der Richtige. Ja, sowas der Richtige. Und dann war der hier noch der Richtige, ne? Okay, was haben wir denn hier noch? Wir müssen doch bestimmt noch irgendwo im Kopf herumnehmen. War ja klar. Boah. Du bist halt wieder eher ein bisschen überfordert jetzt, weißt du nicht? Das ist so, das ist so heftig, ich bin eher überfordert, dass ich gar nicht daherkomme, weil es so viele sind. Dann nochmal die Kisten. Warte mal, sind wir hier mal die Kisten? Die ist ja nicht so anstrengend. Tabler, die kommt überall durch da. Den Kopf muss weg. Oh. Die sich aber drücken, ist das geil. Von hinten kommt immer einer rein und drückt und drückt und drückt und drückt und drückt und drückt. Cool, das war eh sehr verständlich, ne? Das ist ja normal, dass die dann automatisch drücken. So, warte mal, jetzt war es zu genau, siehst du? Ne, jetzt war der Platz dann noch zu, der ist hier. So, du und du. Und hier noch. Zack. Ich habe mich schon gesehen, den Kopf. So, jetzt muss ich aber nach hier hinten. Puh, das ist ja richtig heftig. Also bei so vielen. Bei so einer Anzahl von Zombies, ey, das ist einfach der Wahnsinn. Also wenn das, wer das hier schon am Anfang macht, gut ab, also das ist richtig krank. Würde sein, dass wir heute auch komplett scheitern, ne? Könnte sein, dass wir heute sogar komplett scheitern.
zum Beispiel schießt ein bisschen hinten durch. Der ist leer. Der ist schon leer. Ja. Das war wegmachen hier alles. Ja, was heißt denn das denn? Was haben wir denn da? Ja, da kommt weg. Oh, guck mal, wer da ist. Ja, da kommt weg. Ja, da kommt weg. Ja, Nichts mehr kommt weg. Wir haben zumindest ein bisschen das rausgelöst. Kann den nur halt so machen, um den von dem Ding wegzukriegen. Dann kann ich noch kurz verstecken. Und da ist der Kopf. Stirb einfach. Ja, ich bin ein bisschen ruhiger, weil das ist, das verlangt ja richtig viel Konzentration. Ist ja jetzt wirklich nicht so, dass du sagen kannst, das läuft mal so von der Nebenhand. Nee, das ist schon richtig heftig. Habe ich eigentlich auf 64 gestellt? Wen wollte ich das beweisen? Ich muss niemanden was beweisen. Doch, wir müssen das beweisen. Wir müssen beweisen, dass auch eine 64er Horde ist. Ach, ihr seid so komplett. Ich hasse euch Kopf. Also die Combo-Kopf, ja. Das haben wir ein bisschen unterscheiden. Da denkt man nachher noch, sonst ist das alle. So, weg damit. Blöder kaputt. Nein, Mann, das ist so zum Kotzen. Wenn du das nicht rechtzeitig mitkriegst. Wenn du das nicht rechtzeitig mitkriegst, sprengt er dir die Dinger halt alle weg, ne? Das ist das Problem. So wie der hier. Mann! Also man kann sagen, nach der Horde Nacht hätten wir auf jeden Fall einiges zu reparieren. Und jetzt ist es noch anders überlegen, ob man das irgendwie anders noch macht. Der so viel besseren Engpass bildet. Einen besseren Engpass. Oh, das mag ich. Problem ist nur, dass wir den schon verloren haben. Der da vorne ist ausgefallen, ne? Oder ist mir hier einer von den Dingern kaputt? Die sind noch alle da, ist noch alles an. Kommen wir denn jetzt von da? Okay. Boah, ich hoffe, die Nacht ist bald vorbei. Ich muss jetzt sagen, durch den Job jetzt, weil ich jetzt erstmal ein bisschen wieder unterwegs bin von der Arbeit her, kann es ruhig wieder ein bisschen ruhiger werden. Also sonst haben wir wirklich eine ganze Menge jetzt gehabt und ich bin auch zufrieden. Ich mag es immer wieder und ich werde immer wieder kehren. Ich habe übrigens mal ein paar Reviews jetzt zu dem Destiny gelesen hier, also Walking Dead Destiny. Und es ist so eine schöne Enttäuschung leider geworden wie Gollum. Und da muss ich sagen, da bin ich wiederum zufrieden, dass ich nicht habe das gekauft, sondern das dann erstmal gefragt habe, weil ich ja wusste, dass es jetzt ein bisschen anstrengender wird, wenn ich was anderes spielen. Und Enshrouded ist mir sogar, was ich jetzt eher präferiere. Nur leider ist Enshrouded noch einiges entfernt. Und aus diesem Grund, kannst du das jetzt, mach doch mal zu, du Stück von Mann. Meter, das ist alles anstrengend. Ich würde die nicht mehr so aufbauen. Also so werde ich das sicher machen, das bringt nichts. Der Job ist super, also macht super Spaß. Ich habe ja erstmal nur eine 32-Stunden-Woche. Was aber auch gut ist, weil ich dort auch Bereitschaftsdienste nachher habe und ich werde mir das ein bisschen umstreuen, weil ich das nicht anders hinkriege durch die Kiddies. Und aber ich krieg das schon so insgesamt. Wir werden es auf jeden Fall öfters noch sehen, zumindest in verschiedensten Arten von Spielen. Und Enshrouded kommt auf jeden Fall im Januar. Darauf freue ich mich ja schon gierig. Ich glaube, die hängen da unten irgendwie noch fest, wa? Irgendwie hat aber die Urwelle, glaube ich, ein bisschen abgenommen. Kann das sein?
Ich glaube, die Urwelle hat abgenommen. Wäre auch nicht schlecht, weil es hat mir schon eine Menge Sachen gekostet. Du Markus, du kannst was lassen. What? Also wenn wir den Speicherstand nochmal spielen sollten, glaube ich aber nicht, weil wir nochmal was Neues anfangen. Neverscan haben wir jetzt nochmal durch. Fand ich auch mal eine sehr interessante Erfahrung, Neverscan zu spielen. Wir haben bis jetzt ja immer nur selbst generierte Karten gespielt, die ersten zwei Male. Und so eine Neverscan-Map mal zu spielen, ist schon eine ganz andere Sache. Wo jetzt hingekommen? Ich glaube, die rennen doch irgendwo rum. Da kam was. Wer gehört? Ja, sag doch, da kommt noch was. Die kommen jetzt wieder als Nachzügler. Wir haben den Gro, haben wir weg. Und der Rest ist so ein Nachzügler-Ding. Lal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 
Baden. Ich werde mal aufhören, da rumzuballern. Bringt dir eh nix. Nimm mir mal deinen Tritt weg. Ey. Ihr hört zwar den Sound, bei mir ist der Sound gerade nicht, weil irgendwo hat was eingewählt. Jetzt ist er wieder da. War auch interessant. Ah, wahrscheinlich hat da irgendjemand was angemacht. Dadurch hat sich das in den Hinein jetzt entwickelt. Ach du Heiliger. Ach du Heilige. Hast dich mal ganz kurz so abgewendet und schon geht's los hier. Jetzt kommt doch mal hier ein schöner Partie rein, wa? Da kommt noch mal eine ganz schöne Partie hier gerade rein. Ach du Heilige, das ist uns schon wieder weg. Warum auch immer. Und der hält kurz auch noch mal eine ganze Welle rein. Das ist, als ob gerade noch mal so eine Crash-Welle kam gerade. Jetzt kannst du hier am meisten abwickeln. Hätte ich ohne die Explosionszombies, wäre das total easy. Muss ich sagen, dieses Wellending ist ganz interessant, aber regulär ist es so ein Ding, was ich zum Bleistift gar nicht an sich bräuchte, ne? Bräuchte ich nicht mal. Mir würde es reichen, einfach in die Gebäude zu gehen, so was aufzubauen, aber da fehlt dann halt so diese NPC-Sachen. Das wäre halt noch was Tolles dazu. Wenn du so NPCs, so Dorf aufbauen machen kannst und sowas alles und auch mal gegen Menschen NPCs spielen kannst und sowas alles, die auch auf dich schießen und sowas und die Dorms wirklich nur langsam wären und Walking Dead dir leid, ich weiß. Laber ich immer wieder davon, aber ich würde sowas richtig feiern. Dann müssen wir mal da oben erstmal noch wegmachen alles. So, warte mal, ist hier unten jetzt aber erstmal nichts mehr. Na gut, wir haben jetzt alles hier. Oh, ich glaube, ich muss hier gleich nochmal reparieren, dass die noch länger gehalten werden. Ich gehe mal ganz kurz, weil ich glaube, die lassen gleich nach. Bitte. Und schon sind vier mehr. Dann kann ich erstmal den hier oben wieder wegmachen. So, den haben wir dann auch erledigt. Okay, so, dann machen wir das. Warte mal kurz, gleich wieder da, wie immer. Ja, so wie immer natürlich. Müssen wir mal ein paar kleine Pausen einlegen. Nein, das sieht aber von den Kiddies aus. Da kann ich immer nicht kommen, wie gesagt. Gehört dazu. Aber ihr kennt das ja immer noch. Also wer jetzt bis jetzt dabei war, der weiß, wer mit diesem Sänger gewinnt hat. Das ist. Oh, hier geht los. Gott, du Mieter. Ist zwar genial, aber auch anstrengend. Was wirklich hier ist, ist ein richtiges Tontaum schießen, ne? Richtiges Tontaum schießen. Jetzt schon bald wieder ein Level up. Was ist denn da? Die laufen gar nicht hier hoch, oder was? Ich bin hier nervt. War wieder interessant, ne? Für die letzte Nacht kaum Zerstörer, aber viele Kopf. Ich finde, die Kopf sind die schlimmsten eigentlich. Die Dombo-Kopf für die Falle. Oh, nee, ey. Und die nerven mich heute aber auch ganz schön. Stirb einfach. Stirb einfach. So. Wir sind gleich am 4. Tag, dann ist es auch geschafft, 4 Uhr nach.
wir morgen. Meine Güte. Bis gleich durch. Dann haben wir es zumindest geschafft. Dann müssen wir noch die Wellen abarbeiten, die wir ja hier haben. Und dann haben wir es geschafft, meine Freunde. Das wäre halt natürlich ein Träumchen, wenn wir wirklich das jetzt hier durch überleben. Und dann haben wir wirklich 10 Hornernächte überlebt. Wir sind sehr in perfekte Gebäude auf Stufe 6 gegangen, also im Endeffekt sogar Stufe 7, weil wir es in der Wüste gemacht haben. Das ist schon cool. Das ist wirklich schon cool. Also das muss ich sagen, hätte ich nicht gedacht, dass wir so weit kommen. Das ist doch immer krass, wie weit die sich drücken, war. Wenn du nicht hinterherkommst, drücken die sich halt hoch. Was mir hier fehlt, so haben sie gar keine Gule gesendet. Oh, weh, ey. Da kommt immer noch und immer noch und immer noch und immer noch. Ey, du kannst, ist ja teilweise, kannst einfach nur reinhalten. Du musst nicht mal ein guter Schütze sein. Fällst rein und triffst auf jeden Fall was. Das ist so krass. Ich gehe hier durch und plam, 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 ein Schädel nach dem anderen berstet. Ist aber auch schlau, was sie machen, dass die übereinander rüberhüpfen, ne? Oh, da hat jetzt gerade ein bisschen weggedackelt. Alter, die Weißfee. Alter, die Weißfee. Aber der Balken ist gleich nochmal voll. Bin ich nett. Ein paar kommen jetzt noch durch den Korridor gerade. Manchmal ist es fraglich, ob man wirklich da unten das hätte mit den Netzen machen sollen oder wir hätten die da unten durchlaufen lassen sollen. Dann wären die Cops nicht so kaputt machen, wenn wir sie hätten durchlaufen lassen einfach nur, weißt du? Und hier vorne erst dann abgefangen hätten. Ich glaube, es wäre sinnvoller gewesen. Hätten wir mehr weggemacht als so. Ey, noch 10 Minuten. So, jetzt haben wir Level abgemacht. Haben wir Level abgemacht. So, jetzt gucken wir mal. Boah, guck mal, da ist auch noch einer. Mal gucken. So. Okay. Haben wir da. Ach du Heiliger, Leute. Das ist, wo ist der denn jetzt hier oben? Mann, diese blöden, ich sag ja, diese Geier, die nerven ich nach einer Weile. Da hat das Hinner auch noch jetzt fangen gewesen. Ach du Heiliger. Lump, lump, lump. Ja, es ist 4 Uhr morgens. Wir haben es geschafft. 64. Weil die macht, ey, das ist alles übel. Jetzt aber die erstmal alle abarbeiten, ne? Das ist jetzt auch noch mal eine Kleinigkeit. Also das muss ich schon sagen. Alter, die Welt hier. Ich will die echt alle abarbeiten. Okay, jetzt am Ende liegen es ja doch ein bisschen, ne? Wollen wir denn noch einen, der rumhängt? Hier, okay, da hängt noch einer. Haben wir es geschafft? Haben wir es geschafft? Da ist noch einer. Wow. Ach du Heilige, meine Damen und Herren. Also, wir haben die Horde noch überlebt. Wir haben sie überlebt. Wir haben aber eine Menge Klingenfallen eingebüßt. Da müssen wir halt leider so feststellen, wir haben wirklich eine Menge Klingenfallen eingebüßt. Und zwar nicht gerade wenig. Das hat sich am Ende doch ganz schön heftig nicht ausgezahlt in dem Sinne, weil ich glaube, wenn wir die hier nicht hinsetzen würden, ja, wenn wir die jetzt nicht hier hinsetzen würden,
würde es, glaube ich, auch, oh, guck mal, hab ich gar nicht alles Metall gemacht. Ich habe da was vergessen. Wenn wir die jetzt hier nicht hingesetzt hätten, dann wäre das nicht so heftig gewesen. Weil ich glaube, wenn die durchlaufen, dann würden die uns erst da vorne anfangen zu explodieren. Weißt du, wie ich das meine? Oh. Holy, 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 sage ich euch. Holy, 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 holy. Oh. Alles ruhig. Aber wir haben sie schneller am Ende dann abgearbeitet als damals. Und dafür, dass wir aber eine 64er Horde-Nacht haben, ich glaube 1700 Schuss haben wir gerade mal. Oh, warte mal. Okay. 1700 Schuss oder sowas haben wir gerade mal abgesetzt. Jetzt hängen die da unten noch herum. Letzten Reste. Amüsantle, amüsantle. Aber ansonsten ist eigentlich soweit alles abgearbeitet. Oh, guck mal, da kommt nur noch einer. So. So, die letzten Reste, die haben da unten bestimmt auch wieder einiges gemacht. Also der Weg hier oben ist schon sinnvoll. Du kannst eine Menge Stress entgehen. Guck mal, da haben sie sogar noch den Rest noch weiter abgearbeitet. Du kannst den meisten Stress entgehen, weil du das dauert, bis die werden hochkommen. Aber hast natürlich am Ende dann auch noch das Problem, dass du erstmal alles beseitigen musst. Looten mache ich jetzt erstmal nicht, weil ich weiß noch nicht, ob ich den Speicherstand dann nochmal weiterspiele. Wir sind eigentlich sehr weit gekommen, haben vieles geschafft. Ich mag ja bei solchen Spielen immer gerne den Anfang. Das liebe ich ja am meisten. So ist jetzt irgendwie, wir sind auch schon an der Position, weißt du, wir haben genügend Eisen und Co. und Stahl und alle drum und dran. Wir stellen so schnell wieder Klingenfallen her, das glaubst du gar nicht. Ich fahre einmal die Händler lang, kaufe mir die ganzen Klingenfallen raus, hab wieder alles repariert. Das ist nicht das Problem. Das ist nicht das Problem. Guck mal, wie sie jetzt alle erst rausdümpeln. Wie sie jetzt alle erst da unten rausdümpeln. Hallöchen, werte Dame. Was kann ich für sie denn tun? Ach so, sie wollten nur eine Kugel im Kopf. Na, dann sagen sie dies doch. So, jetzt ist mal wieder Schnieke und dann kommt wahrscheinlich nochmal was hoch und dann, naja. Juppi, dann würde ich sagen, war es das Ganze aber auch. Wir haben es geschafft, wir haben überlebt. Es war auf jeden Fall eine spannende Staffel diesmal, fand ich. Wir haben richtig viel gemacht, geschafft und getan. Wir sind wir haben jetzt 70 Tage hintereinander überlebt auf 120 Minuten Länge. Wenig Abende, wo wir mal abgekürzt haben. Die meiste Zeit waren wir ja wirklich da. Und ich muss sagen, war heftig. Wir haben es aber geschafft alles. Wir sind zufrieden mit allem und wir sind mit allem auch durchgekommen. Bin ich der Meinung. Und man kann auch eigentlich glücklich sein darüber. So ist meine Meinung. Hey, stopp damit. Ich habe bloß das nochmal auf. Genau. Und also ich finde, wir haben alles durchgemacht, was man so machen kann. Wir kennen noch mehr von den Sechsergebäuden. Das Problem ist, der Händler gibt uns auf einmal die Quest nicht, dass wir ein Sechsergebäude beim Gefängnis oder sowas machen. Dafür haben wir den Dichong Tower gemacht, welcher sehr bereichernd war. Also es war wirklich, wir haben unsere Schmach aus der vorletzten Staffel, also aus der ersten Staffel, die hier überhaupt erschienen ist, haben wir gerecht, denn da sind wir damals gestorben. Diesmal haben wir den Dichong Tower geschafft, auf einer höheren Stufe sogar. Und da kann man sozusagen mit erhobenen Hauptes dieses Mal aus der Staffel herausgehen. Ich werde jetzt dann die Tage, ich weiß noch nicht, heute, morgen, übermorgen, wahrscheinlich nicht, sondern Samstag, Sonntag geht es dann los mit Let's School. Habt ihr ja abgestimmt soweit, dann werden wir da mal ein bisschen ruhiger starten. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr gerne mal einen Daumen nach oben da lassen. Kommen hier ist immer was Feines. Und über ein Abo freue ich mich natürlich auch immer sehr. Ansonsten sehen wir uns ja vielleicht in einem der anderen Let's Plays wieder oder in der nächsten Staffel 7 Days to Die, wenn die nächste Alpha höchstwahrscheinlich rauskommt. Oder wenn ich halt Bock habe und es dauert lange mit der Alpha, dass wir sagen, komm, wir gehen einfach mal rein mit einem Mod oder sowas vielleicht. Wäre auch noch eine Möglichkeit. Oder wir verlieren uns vielleicht auch mal in einem anderen Sombo-Spiel wie State of Decay. Könnte man ja immer noch trotzdem drauf lassen, weil ist ja immer noch sehr interessant, weil ich würde gerne State of Decay und State of Decay 2 spielen. Da hätte ich auch noch Bock drauf. Wären auch zwei interessante Sachen.
Gucken wir mal, kommt Zeit, kommt Rat und ihr kennt das ja, also wie immer alles, ne? Und ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag, Abend oder Morgen, je nachdem, was ich die Folge angeschaut hatte und alles wirklich erdenklich Gute für euch, für euer Leben, für eure Liebsten, für alle um euch herum, die ihr auch mögt, auch selbst die ihr nicht mögt, einfach das Beste und bis dahin. Tschüss!